Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Formel 1 News Video. Hier im Hintergrund seht ihr schon den Tweet, der gestern Nachmittag die Formel 1 Welt auf Twitter zum Explodieren lassen bringen hat. Und zwar hat gestern Mario Andretti, der Vater von Michael Andretti, dem das Andretti IndyCar Team gehört, getwittert, dass sein Sohn Michael bei der FIA ein Platz für ein neues Formel-1-Team für die Saison 2024 bzw. ab der Saison 2024 ja, anmelden möchte. Und er meint hier, dass sein Eintrag Andretti Global, was die Über, das Überunternehmen von Andretti Motorsport ist oder Autosport, ja, alle nötigen Ressourcen hat und alle Bedingungen erfüllen würde und sie jetzt auf die Entscheidung der FIA warten. Und ja, wir gucken uns jetzt einfach mal an, was das denn bedeuten würde und warum dieser Tweet jetzt einfach aus dem ja, Nichts kam, muss man echt sagen. Dazu muss man sagen, Andretti Autosport an sich hat noch gar nichts dazu gesagt. Da wird man wahrscheinlich erst, ja, wenn überhaupt, am nächsten Wochenende was erfahren. Da ist nämlich das nächste IndyCar-Rennen. Da werden garantiert viele Fahrer, viele Verantwortliche darauf angesprochen werden, weil das gerade in den USA sehr viral geht. Andretti Autosport, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein gigantisch großes US-Team, was ja unter anderem ja, durch IndyCar oder hier auch jetzt durch Formel E bekannt ist. Dazu kommen wir dann später noch, da gibt es nämlich auch ein paar ganz interessante Dinge. Ja, uns könnte also hier tatsächlich in 2 Jahren ein realistisches 11. Formel-1-Team erwarten können. Andretti Autosport hat ja wohl schon dieses Jahr versucht, mit dem Sauber-Team, beziehungsweise was jetzt das Alfa Romeo-Team ist, zu kooperieren, was ja dann in der letzten Sekunde doch nicht geklappt hat, was uns auch gleich zu den Fahrern bringt. Denn für diese Alfa Romeo Joint Venture mit Andretti war dann ja lange auch der IndyCar-Fahrer Colton Herta im Gespräch, der aktuell für das IndyCar-Team fährt. Und ja, wenn jetzt Andretti tatsächlich ein eigenes Formel-1-Team aufmachen könnte, ja, dann gäbe es da natürlich die Möglichkeit, dass Colton Herta dann in die Formel 1 rüberkommt, wenn er vielleicht auch dieses Jahr oder nächstes Jahr ja, die IndyCar-Saison oder vielleicht das Indy 500 gewinnt, was viele Experten durchaus für möglich halten. Abgesehen davon ist noch sehr interessant, ob Zufall oder nicht, man weiß es nicht, aber wenn man das jetzt so die Entwicklung sieht, ja, es ist doch sehr interessant, weil dieses Jahr gab es einen Fahrer, der in das IndyCar-Team zu Andretti gewechselt ist, und das ist Romain Grosjean, richtig, der ehemalige Formel-1-Fahrer. Und ja, ich sag mal, wenn Sie jetzt in 2 Jahren in die Formel 1 einsteigen würden, so ein Fahrer, der schon ja, doch jahrelange Erfahrung in der Formel 1 hat, vielleicht entweder als Fahrer mit rüber zu gehen oder zumindest das Team zu beraten. Ich meine, der hat die Ahnung, der hat mit dem anderen US-amerikanischen Team Haas zusammengearbeitet, der weiß, wie die Arbeitsmentalität bei solchen Teams ist. Ja, also da so die Expertise oder vielleicht sogar Romain Grosjean als Fahrer einzustellen, halte ich auch nicht für so ganz unwahrscheinlich. Also auf jeden Fall sehr interessante Entwicklung. Ich sehe Grosjean und Herta durchaus als mögliche Fahrerpaarung, wenn das alles so kommt. Können wir aber mal ganz kurz darauf zu sprechen, warum kommt dieser Tweet jetzt von Mario Andretti, der nicht direkt was mit dem Team zu tun hat, jetzt einfach so aus dem Nichts? Das ist tatsächlich relativ interessant. Es wird vermutet, dass die FIA vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen drüber steht, dass sie das vielleicht nicht ganz haben wollen, dass das 11. Team einsteigt, aus verschiedenen Gründen. Und es wird vermutet, dass jetzt gerade Mario Andretti damit versucht, einfach die FIA so ein bisschen zu pushen, gerade auch durch den ganzen Social Media Hype. Und das geht ja durch alle Medien jetzt, ja, jetzt schon durch, beziehungsweise wird in den kommenden Wochen garantiert immer und immer mehr werden. Immer mehr News kommen raus, immer mehr Verbindungen kommen raus. Dazu kommen wir auch gleich noch zu einer sehr interessanten Verbindung. Ja, dass es vielleicht klappt und dass wir vielleicht wieder ein 11. Team haben in der Formel 1. 2 Autos mehr. Ja, wäre auf jeden Fall durchaus nachvollziehbar, dass man da versucht, den Druck ein bisschen auf die FIA zu legen, um vielleicht auch diesen ganzen, ja, Prozess etwas zu beschleunigen. Dass das Geld da ist und dass es wohl Sponsoren gibt, die großes Interesse an dem Team hätten,
Das ist wohl gegeben. Also da gibt es einige Reports, die da ja doch sehr viel Geld, ja, sagen, dass sehr viel Geld vorhanden ist im Team. Also das ist wohl durchaus realistisch, dass gerade auch in 2 Jahren ja da die Zeit ist. Abgesehen davon ist 2 Jahre auch ein realistisches Zeitfenster, um sich bis dahin alles ja sinnvoll aufzubauen, zu entwickeln, zu gucken, wie jetzt das neue Reglement überhaupt funktioniert, vielleicht die eine oder andere Partnerschaft dann noch zu schließen und dann vernünftig selber einzusteigen. Ja, auf jeden Fall kommen wir jetzt mal noch zu ein paar Verbindungen, weil, wie wir heutzutage wissen, in der Formel 1 steigt man nicht einfach so ein. Man braucht Partnerschaften, man muss wissen, von wo man operiert. Und Andretti ist ja generell gesagt erstmal ein amerikanisches Team. Das heißt, die haben einen Standpunkt in den USA. Allerdings haben eigentlich alle Formel 1-Teams, selbst Haas, einen Standpunkt in Großbritannien oder zumindest Europa. Jetzt wäre es halt sehr unwahrscheinlich, dass Andretti wirklich nur aus den USA agiert, und das wird wohl auch nicht der Fall sein. Es gibt auch da die Meldung, dass es wohl gesplittet wird. Ein Teil wird in Amerika entwickelt und ein anderer Teil soll nach Großbritannien kommen. Jetzt kann man sich natürlich angucken, welche Teams sitzen denn in Großbritannien, wie wären da so die Möglichkeiten? Die erste Sache, die mir aufgefallen ist, das ist aber jetzt natürlich irgendwo reine Spekulation, und da gibt es auch kaum Report zu, aber Aston Martin baut sich ja jetzt eine eigene Factory auf, eine neue, komplett neue Facility, alles neue, komplett neue Einrichtungen. Wenn die irgendwelche, ja, alten Gebäude haben, könnte es natürlich sein, schätze ich mal, dass da vielleicht Andretti sich einquartieren könnte in der Nähe von Silverstone. Wäre an sich eine Möglichkeit. Ob die wirklich da ist, müssen wir dann mal sehen. Eine Sache, die allerdings reportet wird, ist, dass es wohl eine Nähe zu dem Renault- bzw. Alpine-Konzern geben wird. Es war wohl vor einigen Wochen schon ein, ja, Chef von der Alpine-Abteilung in den USA und hat ja bei Andretti ein paar Gespräche geführt. Da gibt es auch Bilder von tatsächlich. Deswegen liegt es wohl tatsächlich nahe, dass Andretti wohl mit Renault-Motoren versorgt werden soll, angeblich. Eine andere Option kommen wir gleich noch zu. Und es gibt wohl auch die Meldungen, dass Alpine sich wohl den Windkanal mit Andretti teilen wollen würde. Also, dass Andretti eine Art Satellitenteam von Renault Alpine wird, ähnlich wie es zum Beispiel ja Alpha Tauri zu Red Bull ist. Kommen wir noch zu einer anderen Sache, eine andere Möglichkeit. Andretti fährt in der IndyCar mit Honda-Motoren. Honda ist zwar jetzt ja so mehr oder weniger aus der Formel 1 als Motorenlieferant ausgestiegen, allerdings hängen sie ja doch noch zumindest so halb in der Entwicklung von den Red Bull-Motoren drin. Es ist zwar wohl relativ unwahrscheinlich, da gibt es kaum Meldung zu, aber es würde schon irgendwo naheliegen, wenn vielleicht Andretti versuchen würde, mit dem Red Bull-Konzern da zu kooperieren, wenn die auf dieselben Motorenhersteller gehen wollen. Ob das so ist, man weiß es nicht. Wenn Alpine da ein gutes Angebot macht, ist das wahrscheinlich ja eher der Fall, dass es das dann wird. Ganz ausschließen möchte ich es hier aber trotzdem nicht. Ich möchte es erwähnt haben. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, im IndyCar mit Chevrolet-Motoren zu fahren, aber Andretti fährt schon seit Jahren jetzt mit Honda. Also ja, auch da wäre es jetzt kein großer Zufall, wenn es dann so kommen würde. Ansonsten gibt es noch eine interessante Sache, und zwar, die betrifft so ein bisschen auch das Formel-E-Engagement von Andretti Autosport. Und zwar haben da bis zur letzten Saison das Andretti-Team mit BMW, dem deutschen Autobauer, zusammengearbeitet. Und jetzt ist es ja so, dass schon seit einiger Zeit spekuliert wird, dass Porsche und Audi ja in die Formel 1 einsteigen wollen. Porsche ist da wohl relativ nah an dem Deal mit Red Bull dran, da irgendwie so eine Art Satellitenteam zu werden. Aber es gibt ja durchaus dann immer noch die Möglichkeit, dass Audi einsteigen könnte. Und wenn man sich das anguckt, dass Andretti gerade auch in der Formel E in Europa mit schon einem großen deutschen Autobauer BMW zusammengearbeitet hat. Also ich sag mal, die Möglichkeit, dass vielleicht da auch
eine Kooperation mit Audi dann entstehen könnte, halte ich persönlich nicht für ausgeschlossen. Ist auch hier wieder natürlich, ja, wie alles hier so ein bisschen reine Spekulation, viel Information gibt es halt einfach noch nicht. Aber ja, es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Schritt auch für die Formel 1 in den USA. Ja, man muss ja sehen, Andretti Autosport wäre was komplett anderes als Haas. Haas sieht sich halt eher als ja, wirtschaftliches Unternehmen. Ich meine, gerade in dieser und der letzten Saison muss man jetzt nicht sagen, dass ein amerikanisches Team mit einem ja, russischen Konzern als Hauptsponsor rumfährt und einem Auto, was, ja, sagen wir es mal so, wie es ist, die russische Flagge großflächig auf dem Auto trägt, nicht unbedingt das Highlight für die amerikanischen Fans ist. Ja, und das wäre höchstwahrscheinlich bei Andretti ein bisschen anders. Die sehen sich als voll amerikanisches Team. Die werden da garantiert versuchen, diesen amerikanischen Ansatz, soweit es geht, zu gehen. Außerdem wäre es auch nicht nur so, dass sie alle Teile einkaufen. Im IndyCar produzieren sie ja vor allem so Aufhängungs- und Dämpferteile. Das heißt, da ja, wird garantiert wirklich ein komplett eigenständiges Auto auf die Beine gestellt, was dann halt ergänzt wird durch Motorgetriebe wahrscheinlich, was dann halt eben von potenziell Alpine oder in meinem Fall jetzt vielleicht Honda kommen würde. Ja, auf jeden Fall sehr interessant, würde auch den amerikanischen Hype natürlich nochmal deutlich verstärken. Jetzt haben wir ja schon das zweite amerikanische Rennen mit Miami noch dazu und der ja, jahrelangen Verlängerung vom Circuit of the Americas, was ja auch gerade erst angekündigt wurde. Also was die Formel 1 News in die USA-Richtung angeht, überschlägt sich hier gerade wirklich alles. Und ja, ich denke, das wäre auch für die Formel 1 ein großer Schritt, einerseits wieder mehr Autos zu haben und andererseits jetzt auch ja, den amerikanischen Markt dann noch mehr anzufachen. Ich meine, das ist ein riesengroßer Markt. Gerade Motorsportfans sind da wirklich gigantisch groß. Wenn man da auch in Bereichen NASCAR und IndyCar guckt, IMSA auch nicht zu vergessen. Und ja, das würde der Formel 1 garantiert auch sehr, sehr viel bringen. Schreibt mir doch jetzt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Ganzen denkt. Denkt ihr, dass das realistisch ist, dass wir 2024 ein neues Team haben mit Andretti? Wer liefert die Motoren? Mit wem wird vielleicht zusammengearbeitet? Schreibt mir das alles gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.